Eine gute Futterernte legt den Grundstein für hohe Milchleistung und gesunde Tiere. Moderne Maschinen gewährleisten Schlagkraft und Top-Schnittqualität. Mit großen Transportfahrzeugen gelangt das Futter zum Silo. Dort wird es abgeladen, verteilt und verdichtet. Soweit so gut. Wäre da nicht das lästige Abdecken? Doch damit ist jetzt Schluss. Die Firma Agrotel hat eine technische Lösung entwickelt, um diese mühsame Arbeit wesentlich zu vereinfachen und den Landwirt dabei zu unterstützen, den Silo sauber und fachgerecht abzudecken. Den Silo Shani. Das mobile Abrollgerät lässt sich an den Front- oder Hoflader koppeln. Im ersten Schritt werden die Unterziehfolie und eine Abdeckplane zusammen auf die Rolle gewickelt. Diese Vorbereitung kann der Landwirt auch schon in der Zeit vor der Ernte erledigen. Die Rolle wird mit einem Elektromotor angetrieben, der sich mit einer Fernbedienung feinfühlig steuern lässt. Um den Futterstock sauber abzudecken, sind die Folie und die Plane breiter als der Silo und werden an den Rändern eingeschlagen. Um eine saubere Führung zu gewährleisten, sollte man bei dieser Arbeit zu zweit sein. Für den Fall, dass der Motor ausfällt oder die Batterie leer ist, kann die Rolle auch mit einer aufsteckbaren Handkurbel gedreht werden. Alle Komponenten sind an einem stabilen Formrohr befestigt, dessen Länge sich nach der Breite des Silos richtet. Sobald das Folienpaket auf die Rolle aufgewickelt wurde, kann man mit dem Abdecken beginnen. Landwirt Josef Huber erklärt, wie man dabei vorgeht. Dann fährt man mit Hoflader, Traktor, je nachdem, was am Betrieb vorhanden ist, über den Silo drüber und zieht die Plane ab, rollt die Plane praktisch auf den fertig einsilierten Silo drüber. Und dann sind nur noch die Silosäcke zum Hinlegen und man ist fertig. Das dauert bei unserem Silo, der ist 42 Meter lang, circa 30 Minuten. Eine Schlüsselfunktion hat die grüne Gewebeplane, ebenfalls eine Entwicklung der Firma Agrotel. Also das Besondere bei der mobilen Siloabdeckung von Agrotel ist, dass wir eine robuste Gewebeplane verwenden, die mehrjährig oder langjährig einsetzbar ist und da auch ein sehr harmonisches Zusammenspiel zwischen der Plane und dem ganzen Rollapparat ist. Das heißt, wir haben hier ein sehr sauberes Rollverhalten und da haben wir auch da hier den Vorteil, dass wir auf das Gitterflex verzichten können. Das heißt, wir haben weniger für den Landwirt, haben wir weniger Materialeinsatz, gleichzeitig eben aber ein sehr harmonisches Zusammenspiel von unserer bewährten Plane im Zusammenspiel mit dem Rollapparat. Doch damit nicht genug. Der Agrotel Silo Shani kann auch zum Öffnen des Silos verwendet werden. Dazu stellt man das Gerät mit den Rädern auf die Seitenwände, fixiert die Plane an der leeren Rolle und das ganze Spiel beginnt von vorn, diesmal aber in umgekehrter Reihenfolge. Jetzt fungiert das System als Aufroller. Zum täglichen Futterholen nimmt man die seitlichen Sandsäcke weg und verschiebt gegebenenfalls die Querbarriere nach hinten. Mit der Fernbedienung wird die Folie aufgerollt. Dabei zieht sich der Silo Shani auf den Rädern selbst nach hinten. Was die Stromversorgung betrifft, so ist das Gerät autonom. Am Rahmen ist eine Batterie befestigt, die mit Sonnenenergie immer wieder aufgeladen wird. Zu guter Letzt befestigt man die Wandfolie, um einen seitlichen Wassereindrang zu verhindern. Eine saubere Sache. Landwirt Josef Huber freut sich auch hier über die Arbeitserleichterung. Wenn ich täglich Futter hole, dann kann ich immer im Sitzen, im Mischwagen praktisch, die Folie so viel aufrollen, dass ich runterfräsen kann. Das ist sicher ja, eine Erleichterung. Und der große Vorteil ist dann noch der, durch das Fahrgestell ist immer die Anschnittsfläche abgedeckt gegen Regen und den Winterschnee, weil ich praktisch unter die Folie reinfräsen kann, ohne beschädigen. Die wiederverwendbare Plane schont nicht nur den Geldbeutel und die Umwelt. Die Erprobung hat gezeigt, dass sich besonders im Winter weitere Vorteile ergeben. Wir haben auf der anderen Seite noch den Silo mit der weißen Plane, mit den Gitternetze. Im Winter war es, da war das ein Ärger mit den Anfrieren der Säcke und des Gitternetzes. Und da haben wir schon gesehen, dass auf der Plane von der Firma Agrotel das kein Problem ist, dass sich die Eisplatten sehr schön lösen und sofort, wenn Sonnenschein ist, relativ schnell wieder schneefrei wird. Von der ersten Idee bis zum fertigen Gerät. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, entwickelt Agrotel seine Produkte in der landwirtschaftlichen Praxis. Es
Die Siloabdeckung ist sehr praxisnah direkt da am Hof entwickelt worden, läuft da jetzt bei diesem Landwirt schon ein Jahr lang sehr erfolgreich. Wir sind da eben da sehr stolz drauf, dass wir eben durch unsere Kundennähe auch eben solche neuen Produkte an der Praxis testen können und auch da wirklich sehr viele Erfahrungen für den weiteren Verlauf gewinnen können. Einer Markteinführung steht nun nichts mehr im Weg. Interessierte können sich direkt mit Agrotel in Verbindung setzen, um eine individuelle Beratung zu erhalten. Silieren war noch nie so einfach wie mit dem Siloshani. Das mobile Abdecksystem von Agrotel, dem Spezialisten für textile Lösungen in der Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Umwelttechnik.